Oder du kennst uns. Oh, Freunde, Freunde, Freunde. Oblisch, Bernal Froh. Das ist doch der CDU-Politiker, wie heißt er noch hier? Unser medialer Freund, der die AfD immer im Bundestag rund macht. Also ich mach das. Wir wohnen da zu dritt, denn. Aber ich wohne ja bereits in einem Haus mit Kind und Kegel. Huh. Ihr wollt da nicht allen Ernstes dazu. Ihr wollt nicht allen Ernstes mit einziehen, weil ich habe halt leider nur ein Bett und eine Kinderwippe derzeit. Oder ihr zieht erstmal in eine WG und dann spielen wir das richtig durch, wie man sich eventuell im Spiel dann trifft und sich dann eventuell auf eine Kommune einlässt. Das wäre auch sehr interessant. Nur kurz hierzu. Neige dazu, diese vorgefertigten Charaktere zu nehmen und die ein bisschen anzupassen vom Äußeren her. Heißt also, Don mit leichten Modifikationen wirst du der werte Mensch hier sein. Aber hier bist du einfach nur der Don. Ja, kommt ja alles noch, Don. Die strittigen Punkte kommen ja erst noch. Welchen Nachnamen darf ich dir denn geben? Don Smasher? Don... ich weiß nicht, wie möchtest du als Nachnamen... Wie heißt denn nochmal dein Wing Commander Char mit Nachnamen? Smasher, okay. Alles klar. Das stimmt nicht. Das schon eher. So. Ich mache uns mal immer als junge Erwachsene. Da könnt ihr euch richtig ausleben. Habt ihr die ganzen Jahre noch vor euch? Könnt da die Entscheidung ausleben, die ihr im wirklichen Leben vielleicht aus diversen Gründen halt nicht gemacht haben. So, Gangart natürlich beim Don. Weil er es schon als Streamer geschafft hat, kann man auch schon mal so durchs Leben laufen. Nein, Quatsch. Wie läuft denn... Ich bin geladen. Du hast schon so einen leichten Gang, oder? Also so ein mir kann keiner was, ich bin ein Lebemann. Aha. Geht der in Ordnung? Dynamisch? Dynamisch? Oder gruselig? Ist das dynamisch? Ja. So, Stimme. Nimm nicht Ranchaloy. Bisschen brüchig, würde ich sagen, oder? Juan Basi Jewel. Zu kinnig, Sefheim? Oh, der ist ein bisschen zu... Tinawa Frangi. Zu ein bisschen zu tief. Ebony Sickerfuss. Hö? Lapsa Jabin, Obi. Meshka Frampi Messa. Zu kinnig, Sefheim?
Mr. Coy, also, ich bin immer tiefer, alles klar. Garage Absworth! Yumbala Tafloni. Kumau, Narga. Oh, Lavoy Mabiza. Sheflita Amsoon. Hey, Reginu Nopsa. Ho ho, Wajini. Auf keinen Fall. Alupaz, my Alupaz. Febine Bopsani. Yumbala Tafloni. Ey, ihr seid sehr blöd, ey. Ich will euch ja schon so machen, dass ihr euch mit denen identifizieren könnt. Wambasi Jewel. Ja, passt nicht. Also, es kann ja nicht hundertprozentig passen. Ich lasse es jetzt mal so. Mixlen. Hey. Ja. Nee. okay. So. Jetzt musst du aber auch sagen, ne, was es sein soll, ne? Bestreben. Beliebt sein. Aha. Devianz. Ich glaube nicht, dass einer wirklich ein Bösewicht von uns ist. Essen. Die Liebe. Kreativität. Familie, Natur, Sport, Vermögen oder Wissen. Ich kann natürlich auch die einzelnen Punkte nochmal vorlesen oder länger drauf bleiben, falls ihr da nähere Informationen zu haben möchtet. Beliebt Streamer-Karriere. Okay, ja. Beliebt Witzbold. Freund der Welt. Dieser Sim möchte so viele Freundschaften wie möglich schließen und erhalten. Witzbold. Dieser Sim möchte Witze erzählen und ein berühmter Komiker werden. Witzbold, okay. Aber ich gebe dir recht, normalerweise. Wohl Beruf kann man später ja noch entsprechend sich aussuchen und dann dafür auch trainieren. Ah, jetzt kommt natürlich jetzt hier jede Menge auf uns zu. Also Klamotten suchen wir uns gleich auf jeden Fall noch aus, keine Sorge. Wir brauchen eine Eigenschaft. Also du erschienst mir zumindest immer fröhlich. Bücherwurm, Kunstliebhaber, Musikliebhaber, Geek. Ja gut, wir sind eigentlich alle Geeks, ne? So gesehen. Ja. Ah, der kommt, die Klamotten lassen wir. Chaot, ehrgeizig, faul, liebt die Natur, kleptomanisch, kindisch, materialistisch, ordentlich, Snob, Vielfraß, unberechenbar, tollpatschig. Ein Bro, böse, eifersüchtig, gemein, fröhlich, okay, fröhlich. So, zweite Eigenschaft. Jetzt fange ich mal hinten einfach an. Kann ich nicht, okay. Sprunghaft, mag keine Kinder, gut, gesellig. Gemein, familienbewusst, Einzelgänger, eifersüchtig, böse oder ein Bro. Tollpatschig, okay, tollpatschig. Da unten die Bananenschale. Oh, das wird eine gute Mischung. Dritte und finale Eigenschaft. Gesellig, okay, super. Gesellig. Gesellig, wo bist du?
Okay, habe ich das... Ich übersehe es augenscheinlich. Ach, ja, klar, hier. Okay, cool. Die Klamotten, da müssen wir auf jeden Fall was machen. So, das haben wir schon einmal. Ah, wie konnte man jetzt hier nochmal die... Das ist ohne Maus echt total bescheuert. Schäbige Steuerung nochmal zu sehen. Rückgängig bestätigen, wiederholen, Sim drehen, Steuerung anzeigen. Wiederholen, rückgängig. Steuerung anzeigen, Sim drehen. Aber wie konnte man jetzt nochmal die Maus umstellen? Hallo, ich würde ihn gerne verändern. Also für Knöpfe gibt's doch hier gar nicht. Hm? Ah, doch die. Diese schäbige Taste. So, das Gesicht. Ich glaube, die Kinnpartie ist eigentlich schon recht cool. Warte mal, fangen wir mit der Frise an. Das definiert ja meistens dann uns als People. Ich glaube, du hast die Haare, die Haarfarbe ist dunkler bei dir, Don, meine ich, ne? Also wenn du die jetzt wachsen lassen würdest. Ja, okay, gucken wir mal gleich mal. Aber der hat, glaube ich, schon, man kann so ein bisschen ein Grübchen andeuten, ja? Also angedeutet ist das Grübchen bereits. Details, Szene. Boah, Szene ist auch ganz, ganz übel teilweise. Wer hat denn... Leute! Ey, ich bin vom Ghetto, Alter, ja. Crystal Meth am Start, yo. Ich würde sagen... Nee, das auf keinen Fall. Nee, dann lieber so. Gesunde Gesichtsfarbe. Frisur. Kurz, mittel, lang, Hochsteckfrisuren. Ja, Hochsteckfrisuren sind gerade bei den Männern natürlich... Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, leider doch. Vor allen Dingen, ist ja auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich mal hier einen Charakter kreiert habe. Aber auch dieser Schaffungsprozess kann doch witzig sein. Also, der Herr möchte keinen... Ah, gut. Ist das wirklich ein Bart? Ich bin mir da nicht ganz sicher.
glaube, das ist aber hast, glaube ich, ziemlich Glatze, oder? Don? Doch eher so. Okay, kurzer, alles klar. Machen wir. Aber ich glaube von der Haarfarbe etwas dunkler, oder? Kein rötlich. Oh, Leute. Ja, auf keinen Fall. Oh Gott, auf keinen Fall. So vielleicht? Ah, alles klar, Don. Steffi kann mir helfen. Dann müsst ihr das Ergebnis in den nächsten Tagen mal sehen. Junge, danke fürs Reinschauen. Mach's gut. Ich glaube doch ein Ticken heller, oder? Ganz hell? Ganz blond? Oh, Steffi, jetzt musst du mir helfen. Ich glaube, so blau sind oder so stechend sind seine Augen nicht, oder? Ja, doch. Das dauert echt ewig, ey. So, Augen. Aber das Ergebnis soll ja auch zählen. Wie gesagt, ich mache jetzt hier nicht großartig an den Details rum. Das würde, glaube ich, den Rahmen einfach hier sprengen. Hat er so blau-graue Haare? Blau-graue Augen? Ich hätte, glaube ich, auch irgendwo noch ein Foto, aber ey. Oder hat er sogar braune Augen? Verdammte Hacke. Aber ich habe ihn, glaube ich, auch nicht so häufig romantisch in die Augen geschaut. Um das jetzt bis zur Gänze wissen zu können. Don, es tut mir leid. Ich komm, weißt du was, wir nehmen blau-grau. Ich glaube, das könnte hinhauen. So, Grübchen am Kinn. Ich glaube, viel mehr brauchen wir auch jetzt an sein. Ja, vielleicht noch ein bisschen stämmiger. Ja, weil der ist mir ziemlich schmächtig, der Hans hier. So, Grübchen. Das ist doch schon. Gucken, ob wir noch was Grübchenhafteres haben. Aber ich glaube, hier. Das müsste eigentlich etwas kantiger sein. Ist nicht hundertprozentig, aber weißt du was? Das gefällt mir die Gesichtsform jetzt doch nicht so wirklich. Oh, danke, Don. Ja, man kann jetzt hier an der Stelle abspeichern. Glaube ich. Spielen? Nein. Ich glaube, man kann den auch modifizieren beim nächsten Mal. Ja. So, soll das heißen, dass wir dann deinen Sim aktiv bespielen werden für den Rest des Abends? Fände ich schon witzig. Du kannst mir dann halt dann grob sagen, was wir machen sollen. Genetikexperiment, einen neuen Sim hinzufügen. Antrim, California. Das passt ja mal überhaupt nicht. What a shoots day.
Algorith. Sarpava Chorg. So, wir würfeln mal einfach so lang, bis wir ungefähr auf deinen Typ treffen. Ooh. Ja, das passt hundertprozentig. Steffi, Vorfahren aus Asien, lebt in zweiter Generation in Deutschland. Wexa, Bornadu. Vielleicht. Sollen wir die Brille mal wegnehmen? Oh, Äste. Steffi. Vergiss auch nicht, also prinzipiell, wir reden ja von der jungen Erwachsenen, ne? Also ich weiß ja, in meinem Alter zum Beispiel, ich komme jetzt von meinen, mit Schwanger sein Kilos auch ganz schwer nur runter. Das hätte sicherlich in den Anfang 20er Jahren auch ganz anders ausgesehen. Wir wollen keine Brille. Ah, wo ging das denn jetzt nochmal hier, die Brille hier wegzupacken? Also was in der 3-Kaste, okay. Obwohl, ey, ganz ehrlich, da kann man drauf aufbauen. Würde ich jetzt sagen. Nehmen wir mal einfach mal als Grundstock. So, hallo, ich heiße... So, du bist auch eine junge Erwachsene. Hör doch mal auf, dich selbst hier fertig zu machen. Ich meine, die Kleidung sucht von uns gleich noch aus. Also, hier muss niemand ein Kleid tragen, wer kein Kleid tragen will. So, junge Erwachsene. Ja. Ja, da wollte ich doch. Ohne Maus, ich könnte brechen. Ich wollte doch ganz oben anfangen. So, wie möchtest du denn im Spiel heißen? Ja, das ist leider meine Katze. Ich kann, glaube ich, meine Audiofilter bis zum Erbrechen einstellen. Wenn sie ihre 5 Minuten hat, dann hört man diese Katze einfach immer. Mhm. Vielleicht Steff? Oder Äste? Äste im Nachnamen Fania? Steff Rosen, okay. Nee, er kann sein, dass sie vielleicht meint, sie hätte Hunger. Die ist eigentlich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, hat sie schon eine ausgeprägte Demenz und immer so im gewissen Zeitrahmen fängt sie an zu schreien, weil sie wahrscheinlich in dem Moment nicht wirklich weiß, wo sie sich gerade auf oder gerade befindet oder aufhält. Das geht aber nach ein paar Minuten wieder weg. Dann weiß sie wieder, ach okay, bin ja hier zu Hause. Das ist okay, das ist altersbedingt. Steff Rosen, genau. Trällernd süß. Haha. Friendship Stellani. Das ist doch keine Frauenstimme. Yesharau, hä? Yesharau. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Melodisch? Zaffel, Ableber. Yifitame. Ruby, Kassara. Lagar, S.U.F. Yifitame, Fuina. Das ist... Ibahama, Ufra. Zarkini, Emma, Fuis. Ulak, Barbahoy. Och, die Arme. Ach. Die kommt damit klar, Steffi. Das ist kein Ding. Es ist auch nur ein paar Minuten, wo sie halt mal kurz nicht weiß, wo sie gerade ist. Also kein Ding, kein Ding. Na
Borf Mokosa. Ja. Onea, Larray. Holy Nine Mokosa. Wambosi Palingo. Ja, schon so hoch. Wangini Larray. Yazif Gumau. Onea, Larray. Also die Stimmen, die triffst du hier eh nicht hundertprozentig. Bobsene Zitorb. Kambipa Yisharau. Febine Lovo. Das müsste doch in Ordnung gehen, oder? Zambum Inabosh. Kenneth Oy Lovo. Alles klar. Wissedib Sarbhava. So. Ich würde sagen, also erstmal so eine grobe WG. Ich glaube, ich kann den Don auch in den nächsten Tagen mal in Ruhe noch ein bisschen nachbearbeiten. So, Steffis Bestreben. Ich kann auch mal gleich hier anhalten, da kannst du dir die einzelnen Punkte mal kurz durchlesen. Wir haben Beliebtheit. Ja gut, Devianz würde ich jetzt einfach mal ausgrenzen, ausschließen. Essen, Liebe, Kreativität, Familie, Natur, Sport, Vermögen oder Wissen. Doch, ich kann auch gerne... Das ist zum Heulen. Gerne auf die einzelnen Punkte auch nochmal eingehen. Liebe. Verführerische Sims sind in Liebesdingen erfolgreicher als andere. Okay. Oh. Serienromantikerin. Dieser Sim möchte sich ins Getümmel stürzen und zu Verabredungen mit allen möglichen interessanten Leuten gehen. Seelenverwandte. Dieser Sim möchte die große Liebe finden und mit ihr ein erfülltes Leben verbringen. Seelenverwandte oder Serienromantikerin? Musik macht doch einen gar nicht bescheuert derzeit. Seelenverwandte, jawollo, Apollo. Okay. Ja, Merkmale. So, ich fange ja von hinten an. Bro, böse, eifersüchtig, gemein, familienbewusst, Einzelgängerin, gesellig, gut, mag keine Kinder, sprunghaft. Haha. Chaotin, ehrgeizig, faul, liebt die Natur, kleptomanisch, kindisch, materialistisch, ordentlich, Snob, Vielfraß, unberechenbar, tollpatschig, Bücherwurm, Geek, Genießerin, Perfektionistin, Musikliebhaberin, Kunstliebhaberin, aktiv, düster, fröhlich, kreativ, Hitzkopf, Genie, romantisch, selbstsicher, Spinnerin. Musikliebhaberin, jawohl. Alles klar, was darf es noch sein? Aktiv, düster, fröhlich, kreativ, Hitzkopf, Jean, tollpatschig.
Ist Don nicht auch tollpatschig? Das wird natürlich lustig werden. Oh ja, das wird ein klasse Haushalt. Tollpatschig? Huch. Bro, böse, eifersüchtig, gemein, familienbewusst, Einzelgängerin, gesellig, gut, mag keine Kinder, sprunghaft, Chaotin, ehrgeizig, faul, liebt die Natur, kleptomanisch, kindisch, materialistisch, ordentlich, Snob, Vielfraß, unberechenbar, Bücherwurm, Geek, Genießerin, Perfektionistin, Kunstliebhaberin, aktiv, düster, fröhlich, kreativ, Hitzkopf, Genie, romantisch, selbstsicher, Spinnerin. Gesellig. Hab ich schon wieder überlesen, wa? El Blindo? Ach, hier. Yo, Ribble. Alles klar. Okay. So, das haben wir. Haarfarbe. Erstmal Friese. Wie heißt die aktuell, Steffi? So halblang? Oder doch prinzipiell eher hochgesteckt aktuell? Das mittellang? Ist, glaube ich, ein Ticken zu goldig. Das ist, glaube ich, zu krass, oder? Ist echt blöd, dass man bei der Haarfarben so wenig Auswahl hat, ey. Beziehungsweise, aber klar, gebe ich mir einfach mal hier Aquamarin-Grün. Länge passt. Ich bin derzeit so. Also, so wie jetzt gerade hier, also mit diesem hochgesteckten Dutt. Bräunlich. So vielleicht? Ja, so, oder? Da kann man sich doch mit arrangieren. Ich würde sagen, da haben wir doch ein Match. Bräunlich. Lächelt sie. Ich wollte doch die Augenfarbe haben. Ah, okay, alles klar. Eher so ins Blaue, glaube ich, oder? Pony schräg. Okay. Haare.
Horny. Schräg. Grün, okay. Grüne Augen. Jetzt bedecke ich mir gerade selbst die Sicht. So vielleicht? Ja, Pony gut. Okay, cool. Hüte, ja klar. Make-up. Ich glaube, du bist nicht so der Make-up-Typ, oder? Also ich hab, weiß nicht, ich glaube auf dem Off gibt man sich ja dann, ist mal eher so naturbelassener, aber ich, also ich denke mal, du tickst da ähnlich wie Verena, die dann halt auch Gott sei Dank sich nicht da ins Make-up-Töpfchen reinlegt. Alles klar. Hässliche Ohrringe. Nee, weg will ich nicht. Hallo, wollen wir nicht. Hä, das müsste doch. Das war doch mit Dreieck, meine ich, oder? Das bitte. Ah, einmal nochmal draufklicken. Okay, alles klar. Gilt auch für beide Ohren. Kein Schmuck. Alles klar. Schätze ich schon so ein, Steffi, dass du vielleicht auch aufgrund deines Jobs auch definitiv mit anpacken kannst. Wow, Ben. Ich denke, das geht doch in Ordnung. Nasenpiercing, ja, hatte ich eigentlich auch versucht. Ich muss mal auf Detail Nase gehen. Guck mal, ob das vielleicht. Ja. Nee, macht der irgendwie komischerweise nicht. Bisschen weiblich. Geht aber nur Ohre komischerweise. Er hat wahrscheinlich in einen von den kostenpflichtigen DLCs enthalten. Kann ich leider nicht machen. Ich frage mich gerade, Tätowierungen gehen auch. Wo die wohl auftauchen? Steffi.
Das ist ja alles hier, das ist ja comichaftig. So, aber das ist auch jetzt. Ja, da freuen wir uns. Okay. Oh, ich hätte mich da echt vorbereiten müssen. Man konnte auch... Ah, alles klar. Okay, so kann man switchen. Okay, also. Kann man denn hier irgendwo... Wo ist der? Oh, Leute. Okay, das ist Winter. Das scheint irgendwie... Wo kann man denn jetzt hier sehen, für welchen Anlass das ist? Accessoires. So, hier konnte man jetzt oben auswählen. Alltagskleidung, Abendkleidung. Das ist ihre Alltagskleidung, ernsthaft? Okay. Gut, also wir fangen mit der Alltagskleidung an. Ich denke mal irgendwie... Ich denke eher Hose und ein Shirt, oder? Also, vielleicht eine Jacke. Och, das ist alles so schwierig, ey. Ich will ja auch keinem auf die Füße treten. Oder vielleicht finden wir was bei den vorgefertigten Looks. Ja, genau. Das glaube ich aber nicht. Küss die Köchin. Jetzt da auszusuchen, hallo? Ja, Prinzessin Lea. Möchtest du als Prinzessin Lea gehen, Steffi? Pulli und Shorts, Frischling. Strandkleid gestrandet. Was ist denn? Kleinkariert? Das ist alles ein bisschen speziell, oder? Alltagskleidung, Pullover, Tanktops mit Knöpfen, Sweatshirts, Anzugjacke, ich glaube ein T-Shirt, oder? Au ja! Sind nicht die Dynamo Dresden Farben, das kann ich nicht nehmen. Was ist das denn? Ist das ein Einhorn? Möchtest du ein T-Shirt mit einem Einhorn drauf haben? Oh Gott, Leute! Falls irgendwas gefallen sollte, bitte Stopp sagen. Bloß nichts mit Lila oder Rosa. Alles klar, okay. Schade. Das wäre vielleicht so... Ja, okay. Also eine Hose kriegst du auf jeden Fall noch. Kombination. Das
denn Outdoor-Kleidung? Okay, ja, wenn wir nichts schön. Ach ja, guck mal hier. Als Hotdog. Schürzen, Badeanzüge. Hosen. Normale Blue Jeans, würde ich sagen, oder? So vielleicht? Ich denke auch andere Schuhe. Ich denke mal eher auch so im Bereich Sneaker, Turnschuhmäßig unterwegs. Gelb-Schwarz, ja. Leider gab es nur Gelb-Blau. Ah. Ich glaube, so Chucks gehen eigentlich immer, oder? Oder so Retro Air Jordan Classic. Oder Stiefel? Sneaker, okay. Sneaker. Das geht doch in Ordnung, würde ich sagen. So, Ring hast du dann ja, glaube ich, auch keinen. Bitte nimm mir diesen Ring. Achso. Ja, weg. Aber eine Uhr hast du bestimmt wohl. Ah. Das Socken werden ja auch mal lustig. Kann doch echt ein Detail verlieben. Also ich mag ja selbst geringelte Socken. Ich gebe dir einfach mal. Auch wenn es jetzt nicht ganz authentisch ist, aber. Wieso taucht dir jetzt eine Uhr nicht bei Accessoires auf? Du kannst dich mit der Uhr anfreunden, die scheint irgendwie an dir festgewachsen zu sein. Oder möchtest du vielleicht eine Jacke haben bei der Alltagskleidung? Nee, auch keine Uhr. Okay, dann muss ich mal gucken. Könnte bei den Ringen eventuell auch sein. Prüf das mal eben. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Bei den Handschuhen? Nein. Aha. Ach, Armbänder. Okay, ja. Nee, klar, eine Uhr ist ein Armband. Sich, ja, okay. Wie sollte die Uhr auch sonst an dem Arm halten? Ja, alles klar. Oder möchtest du vielleicht eine Jacke haben? Ja, eine Jacke dazu. Ich hoffe, das geht. Jacke dazu. Topfknöpfen, Sweatshirt, Anzugjacke. Jacken. Ah, es gibt nur Kombis, okay. Gibt nur Kombis. Ich glaube, so ein. Ja. Oder so eine Baseballjacke. Warum limitieren die hier nur auf gefühlten 5 Farben irgendwie die Jacken? Was sind das denn? Vielleicht eher schwarz als gelb? Nee, die schwarz-rote. Schwarz-rote, okay. Oder meinst du rot-schwarz? Nein, wir hätten schon gerne eine Jacke an, bitte.
oder schwarz-gelb. Ja, ich glaube nicht, oder? Das geht in Ordnung. Wenn es für dich okay ist, für mich ist es okay. Kommen nur 50 gefühlte weitere Accessoires. Das scheint irgendwie zu einem sehr groben Anlass zu sein. Würdest du da einen vielleicht Hosenanzug tragen, wenn es mal richtig schickimicki... Wobei, das ist glaube ich eher für den Sommer, oder? Ich prüfe mal eben. Schade, dass man nicht global sagen kann, von wegen hier Abendkleidung. Okay, Abendkleidung. Ist das Wetter? Oh Gott, Leute. Abendkleidung wäre das. Okay, Abendkleidung. Nee, da trage ich auch ein Kleid. Kleid aber passt. So ein Kleid würdest du tragen, okay. Mit Hut oder ohne? Weil der Hut, der passt irgendwie jetzt gerade zu dem Kleid so gar nicht. Würde ich jetzt sagen. Was? Nein. Aber das ist doch schick. Ja. Ich will nur mal kurz gucken, nicht, dass sie jetzt da, man kann zwar nicht sehen, aber wenn die jetzt keine Schuhe hätten, ausgewählt hätten. Es gibt keinen Schuh mit flachem Absatz. Wahrscheinlich eher ein flacher Absatz, oder? Weil ich kann ganz ehrlich, ich kann Frauen nicht verstehen, die sowas freilich tragen. Das ist mir... Das muss doch wehtun. Bist du mit der Schuhwahl zufrieden? Ich denke, ja. Ansonsten bitte wir eben in den Chat schreiben. So, wir tragen kein... Trägst du da Schmuck? Flacher Absatz, okay. Eine Kette oder so? Meinst du am besten ohne Absatz? Ich würde es verstehen. Ich, ganz ehrlich, definitiv. Turnschuhe sind nicht Schuhe mit Galatzen. Hausschuhe. Flache Schuhe. Doch edle, flache Schuhe. Ich nehme mal die mit dem flachen Absatz. Das scheint mir noch das Passende zu sein. Falls du noch eine Kette oder sowas haben möchtest, gleich bitte eben schreiben. Ich switche mal eben. Das war Sport. Wer trägt denn so ein Pullover zum Sport? Mal ohne Witz, da schwitzt du dich doch kaputt drin. Meine Trainingshose ist Trainingshose, da will ich nichts gegen sagen. Bist du beim... Wenn ich den Schmuck nicht vergesse anzulegen. Ich finde, ey, ganz ehrlich, da gehört eine Kette hin. Wäre jetzt so... Ich als modebewusster, metrosexueller Mann sage, da kann man schon mal eine Kette zu tragen. Die ich jetzt hier nicht finde. Hallo, ich würde gerne
als Accessoires. Das Spiel macht mich fertig. Eine edle Uhr. Wobei ich dich eher so als Silber. Eher Silber als Gold einschätzen würde. So kann ich denn. Warum machst du das mit mir, Programm, Spiel? Warum? Warum? Ja, ich jetzt, also Gesichtsaccessoire, okay, ja, gut, aber man kann ja vielleicht auch die Auswahl vielleicht auf mehrere Ebenen auch einfach mal doppelt und dreifach anbieten. Eine Kette mit einem Ring dran? Oh ne, das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht irgendwie wie so ein Knechtschaftsring aus. Mal kein Gold. Ja, ich glaube, also gefühlt würde ich sagen, dass das früher anders war, aber ich glaube, viele können mit Gold echt nichts anfangen. Das ist sowas Dezentes, oder? So ein Kettchen mit einer schönen Kugel dran. Verbessere mich, falls das nicht hinkommen sollte. Aber der Pullover muss weg. Das geht gar nicht. Beim Sport? Topträger, T-Shirt oder eher eine Jacke? Hier muss es doch eine vernünftige Kombination geben. Warte. Overalls, lange Kleider, kurze Kleidersets. So, hier Trainingsanzug und Dynamo-Farben. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. So, klassisch, stylisch, schön. Nehme ich. Okay, ist wunderbar. Das ist zum Schlafen. Pyjama-Typ, Steffi? Vielleicht jetzt nicht aktuell. Für die Zeit hat man eh dann eine besondere Kleidung, würde ich sagen. Aber sonst? Oder eher so T-Shirt, kurze Hose oder so. Ich glaube, so Pantoffeln hat wohl jeder, oder? Bei so einem Schlafanzug ist ja auch einer, also mit so einer Dreiviertel-Schlafanzug. Babyboom, Alter, was geht denn mit euch? Jogger und Shirt, okay. Da kann ich ja. Also, da können wir eigentlich die Hose schon fast lassen. Jogger und Shirt. T-Shirt.
was. Bist du so ein Schlappentyp zu Hause? Also ich trage ja auch Schlappen, stehe ich zu. Besser als kalte Füße. Perfekt, okay. Ich glaube, dass wir Deutsche im Allgemeinen aber keine Socken im Bett anhaben. Das muss ich hier auf jeden Fall noch revidieren. Es sei denn, du sagst, würde ich hier strumpfmäßig passt das. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Wie ist. Okay, anscheinend sollen das keine Strümpfe sein. Okay, gut. Was ist das jetzt? Nein, wollte ich. Mann! Ist das jetzt Ausgekleidung? Normale Ausgekleidung? Könnte es sein. Mich nervt das ungemein, dass ich jetzt in die Details gehen muss, um zu sehen, welche Kleidung wir gerade sind. Oder ich kann auch sagen, dass ich hier einen gewissen Menüpunkt übersehe. Ausgekleidung. Okay, danach kommt Badekleidung, heißes Wetter, kaltes Wetter. Okay. Bin ich ja mal ins erste Fettnäpfchen gedreht. Wo war das jetzt nochmal? Accessoires. So, kuschelige Wollsocken. Was ist der Unterschied zwischen den beiden hier? Ach komm, jetzt schon hier so kuschelige Tennissocken. Jeans und Longshirt, okay. Bitte, ich glaube, die Schlappen übertünchen das eh hier mit den Socken. Jeans und Longshirt, okay, Longshirt. Und ich vermute mal auch eher so im Sneaker-Bereich dann. Warum? Er zieht den Clownschuhe zu einem als Ausgekleidung an. Peppiger blaue Turnschuhe. Jeans. Vielleicht etwas dunkler. Alle Sneaker, ja, ich. Aber das waren jetzt schon die besten, die ich jetzt irgendwie greifen konnte. Jetzt sei denn, du möchtest Clownschuhe tragen. Wovon ich jetzt mal beim besten Willen nicht ausgehen möchte. Langarm-Shirt. Fällt das hier unter Pullover? Ey, das sind doch geknöpfte Sachen. Was? Knöpfen, Sweatshirt. Wieso gibt es hier keine Auswahl? Oh Steffi, so könnte ich dich aber schon sehen. Vielleicht. Okay, cool. Eher Badeanzug, oder?
Hallo, wo ist mein... Wo war jetzt der Auswahlcursor? Kombinationen. Da war doch irgendwo Badeanzüge. Badeanzug. Ich denke eher einfach gehalten. Schwarz. Badekleid, okay. Nein, bleib doch drin im Menü. Badekleid, Badekleid. Das geht in der Tat. Welche Farbe wollen wir denn nehmen? Supi. Okay, goldenes Badekleid. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? So, das ist an heißen Tagen. Schwarz. Okay, schwarz, kein Ding. Kein Ding. Ich weiß, da jetzt mal gucken muss. Schwarz. Alles klar. Sommerkleidung. Kurze Hose, Fragezeichen, oder eher auch lange Jeans? Und sie trägt wieder 3000 Sachen, die Steffi niemals tragen würde. Und vermutlich auch diesen Ring nicht, der auch irgendwie hässlich ist. Meiner Meinung nach. Ich mag kein Gold, nee. Stimmt, war auch wirklich mehr Gold als Gelb. Leichtes Kleid im Sommer. Ja, das ist doch mal eine Ansage. So Blümchen ist doch... Mal eben kurz versuchen, irgendwie anders hinzusetzen. Bobbes schmerzt. Trägt man noch Blümchenkleider? Ich weiß es nicht. Boah, das sieht aber eher nach Omas Kellerschrank aus. Was haben wir denn hier noch? Tu's mir leid. Ach, Steffi, das mache ich doch freiwillig. Macht mir doch prinzipiell Spaß. Alles gut, außer dass mein Kaffee jetzt kalt ist. Aber wie gut die Tasse. Ah, okay. Ah, so geht's zum Sitzen aber her. Alles gut. Ah, nee, glaube ich nicht. Sowas vielleicht? Den. Immer meist dunkel. Ja, okay. Schulterfrei oder mit hier so Trägern? Wobei, guck mal hier. So einem dunklen Blau wird Omas Kleiderschrankkleid doch schon schick. Träger, okay, Träger.
so vielleicht. Ja, hier gibt's jetzt die flachen Schuhe oder was? Was ist denn? Wahrscheinlich kann man die. Ich hätte die. Man kann so globale Filter vielleicht ausschalten sollen. Ich denke, das geht in Ordnung. Ansonsten eben Bescheid sagen. Ich spring mal eben weiter. Ey, ganz ehrlich, im Winter würde ich immer eine dicke Jacke anziehen. Immer. Die bieten mir jetzt allen Ernstes nur diese Baseballjacke an? Also im Winter? Okay. Ey, das sieht doch fast nach Dynamo aus. Hallo. Das links unten war auch cool. Das links unten war auch cool. Das links unten. Dann aber mit Muster, denke ich mal, oder? Ach, cool, stimmt. Steffi, klar. Bombe. Ja, da fühlt sich auch direkt die virtuelle Steffi, die Steph Rose fühlt sich direkt mal nochmal ticken wohler. Es gibt hier eigentlich, kein Mensch hat doch spezielle Hosen für den Winter, oder? Als sei man jetzt im Skigebiet unterwegs. Oh Gott, no way. No way. Jetzt. Doch lieber das davor. Ey, komisch, ich fand das jetzt gut, weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, die Wahl davor war. Ist die hier? Ich glaube, oder? Jeans im Winter, na klar. Mag ich mal ein bisschen dunkler. Stiefel? Im Winter, Stiefel? Sowas vielleicht? So, wie heißen die? Hier so arktische Schlumpfstiefel. Die hier, die ich gerade ausgewählt hatte. Welcher Mensch trägt denn einen Ring über einem Handschuh, der nicht adelig ist? Liebe Programmierer, was ist denn? Was stimmt denn nicht mit euch? Aber ich glaube, im Winter kann man schon mal Handschuhe an. Aber doch kein. Warte mal. Ah, okay. Jetzt habe ich hier hätte ich fast noch einen Ring übersehen. So. Nimmst du das? Hast du recht. Ich glaube, im Winter kann man aber mal Handschuhe. Wobei, die Handschuhe würdest du ja dann ja auch drin tragen, so wie ich das Spiel kenne. Wir lassen die Handschuhe mal weg. Normalerweise würde ich da noch eine dicke Jacke drüber ziehen, aber die haben ja nur diese Baseballjacke. Die ja noch weniger Sinn macht, als jetzt hier mit einem Kapuzenpulli den Winter zu überstehen.
glaube, wir sind jetzt echt fertig. Wir haben es geschafft. Ganz ehrlich, die Schuhe gefallen mir jetzt doch nicht. Bitte jetzt Dons Outfit hin. Moment. Ich will mit ihm auch nicht spielen. Fehler in der Programmierung oder wie sehe ich das hier? Wir haben ihn doch jetzt hier verändert. Wieso? Also eins müssen wir mal hier mal ganz kurz eben, aber Turbulenton, aber alles andere wäre oder? Ja, schon. Also vor allen Dingen hat er im Sommer lässt er die Haare ein bisschen wachsen. Also ich lasse den jetzt so. Warum? Wieso kann man denn nicht einfach die Frise ja global für alles lassen? Jetzt hat er die hier echt nur fürs Bett oder was? Fürs Bett hat er die Haare mal eben abrasiert und für den Rest der sonstigen Zeit hat er diesen Hippie-Seitenscheitel. Okay, nee, ich. Nein, da wollte ich doch. Warte mal. Ich hoffe, man. Ich müsste mich stark täuschen, wenn man die Leute nicht im Nachhinein noch weiter modifizieren könnte. Ich mach das jetzt mal einfach so. Nee, das sieht zu gewöhnlich aus. Was? So. Egal. So, jetzt müssen wir euch beide irgendwo noch einziehen lassen. Toupet, ja, das ist die Idee. Genau. Ein Toupet. Kann mal gucken, wer hier alles wohnt. Da wohnt's. Die haben wir nicht Johanna genannt, die hieß anders. Alena oder nicht? Nee, nicht Alena, The Winchesters, die Simpsons. Das Ding ist auch belegt. Zwei Personen. Kostet aber zu viel. Nein. Ich glaube, das funktioniert nicht. In Willow Creek, was da noch was frei ist. Okay, hier sind sie alle. Da ist dieser komische Masaru. Finden wir jetzt einfach kein Plätzchen hier? Oh.
Kann ich da einfach ein Haus hinsetzen? Sollte ich das einfach mal probieren? Wie sehen denn die Grundstücke in Willow Creek aus? Da ist oben noch eins frei. Aber hier brennt eigentlich nicht so der Busch, wa? Muss ich wohl, ja. Ich glaube, hier ist glaube ich, sind nur Grundstücke. Das ist sonst gar nichts. Eichenalkoven. Ne, da müssen wir noch die ganzen... kann man vielleicht mal später irgendwie mit irgendeinem hinziehen. Ich würde sagen, dann würden wir... Warte mal, 30 mal 20 für 1500 und 30 mal 20 für 3500. Dann nehmen wir doch die Kiesgrube. Könnte... Okay, ja, alles klar. Haus, Apartment kaufen. Okay. Es wird ein BB-Wohncontainer. Boah, sind jetzt auch schon wieder fast 3 Stunden. Wahnsinn. Oder? Nee, Quatsch. Quatsch. Ich muss ja die Stunde von dem Eishockey-Streamer abziehen. Also eine Stunde sind wir jetzt dran. Nee, 2 Stunden. Doch, zwei Stunden. Knappe 2 Stunden. Hallo? Kaufen? Wer ist dann über den Baumodus? Können wir hier irgendwas verdecke ich hier auf jeden Fall? Was ist das? Pipette Design Tools. Oh, okay. Bauen. Zimmern. Haushaltinventar. Boah, ich will aber jetzt kein Haus von Grund auf selbst bauen wollen. Es hätte in der Galerie auch Häuser gegeben. Ja, genau. Sicher. Haushalt, Grundstücke, Zimmer. Hashtag EA-Konto, was ist denn... $17,000, das würde gehen. Aber es sieht nicht schön aus. Vor allen Dingen sehe ich gerade... Oh Gott, man könnte vielleicht eine Trennwand zwischenziehen. Dann hätte man 2 Zimmer. Nee. Warte mal. Ja. Ach so, das ist zweigestöckig, okay. Zweite Geschoss. Ja, Schlafzimmer und dann gibt es einen Hobbyraum. Den könnte man als zweites Schlafzimmer ummünzen. Okay, Asphalt Abodes. Kategorie. In welcher Kategorie fällt das denn eigentlich? Typ Wohngrundstück, okay. Dann gucken wir mal bei Grundstücke.
Was ist das denn? Wer lädt denn sowas bitte schön? Wer geht denn in den Keller, Jim? Wie sieht das vor allen Dingen aus? Okay, gruselig. Wirklich gruselig. Bunker. Bunker, ja, genau. Bunker. Ey, die sollen auf jeden Fall nicht so leben wie... sortiert nach am liebsten. Ja, klar. Mhm. Das passt wohl nicht ganz. Ich glaube, das können wir uns nicht leisten. Gerade mal gucken. Nee. 151.000. Nicht ganz, nicht ganz. Ein modernes Stadthaus. Ja, 42.000. Was geht denn mit euch? Adams Actress. Nee. Nö. Ah. Tiny Studio Loft. 51.000. Wahrscheinlich wegen der Einrichtung. Ich. Budget Step vorbei. Das übrigens auch. Ich glaube, das relativ bescheidene eine Haus wird wahrscheinlich dann doch den Zuspruch kriegen. Casa del Sol, ja, alles klar, alles klar. Naja, wollte man jetzt gucken. Da steht zwar Kevin, aber ich denke... Ja, ja, alles klar. Ja, ich habe 145.000. Genau. Oh, das ist auch gar nicht mal so unwichtig hier. Tolle Größe. Hätte ich vielleicht mal auch auswählen sollen. Wieso ist das so kacke hier? Hallo? Wie komme ich denn? Ah, okay. Ich muss hier auch nochmal scrollen. Ist auch gar nicht kompliziert. 30 mal 20. Creekside Starter. Er sieht so groß aus. Hey, 18.300. Scheint eingeschossig zu sein. Gerade mal gucken. Badezimmer haben wir. Dann haben wir ein zweites Zimmer, wo man noch ein Bett reinstellen könnte. Creekside Starter. Das ist cool. Okay. Ah, ich wette, ich finde auch die Grundstück platzieren. Ich glaube, die Möbel nehmen wir, glaube ich, mit rein. Am Anfang ist das, glaube ich, nicht verkehrt. Dadurch wird das aktuelle Grundstück im Baumodus ersetzt. Ist okay. Sechs Objekte des Baumodus wurden entfernt. Toll. Das ist ein Scherz, oder?
Hätte das Programm nicht vor dem Download das mal sagen können? Es hat die kompletten Wände entfernt. Das ist doch witzlos. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Wenn ich jetzt... Finde ich es mal richtig kacke. Ja, der Statiker, genau. Da sagst du was. Will mal eben kurz gucken, ob der hoffentlich das jetzt nicht irgendwie zwischengespeichert hat. Aber wieso kann das Programm nicht vorher sagen, von wegen hier, in deiner Version des Spiels, passt das Haus nicht? Zumindest auf was man jetzt, ich sag mal, achten müsste. Wir gucken einfach mal in meiner Bibliothek nach, weil da sollte ja ja eigentlich alles kompatibel sein. Außer, warte mal, was war denn jetzt das? Jetzt nicht das Haus. Das müssen wir alles rausnehmen. Was ist denn? Entschuldigung, kann man nicht einfach hier so einen Globalhaken einfach setzen, hier bitte alles enthaken oder so? Das muss ich hier jedes einzelne Ding hier enthaken? Wobei, irgendwas habe ich hier von den Dingen dann. Ich glaube, irgendwie Gartenspaß oder so. Aber komm, ist mir jetzt auch. So. Über die Größe 30 mal 20. Das ist doch ein Café, was? Nachtclub. Super.
Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Bevor wir überhaupt anfangen können zu spielen. 30, 20. Der zeigt ja wieder alles andere aus. Alle Anzeigen. Im Besitz anzeigen. Okay, ich nehme alles zurück. Es geht doch. Grundstücke, Haushalte, Zimmer 30x20. Preis. Aha, warte mal. Preis. Oh, das ist so. 10 bis 20.000. Zwei Betten, ein Klo. Ja, probieren wir es doch mal hiermit. Billy Gracie, Cats and Dogs Starter. Ach, auf ein neues. So. Spiel fortsetzen. Warum Smasher? Komm noch zum Spielen, kann sich nur um Stunden handeln. Ja. Oh nein, 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 nein. Er hat's gespeichert. Sag mir bitte, dass er das Grundstück ersetzen kann. Hallo. Warte mal, es muss doch gehen, dass das Ding hier in seiner Komplettheit doch einfach wieder zu verticken. Ich bin weg. Das sieht jetzt irgendwie für mich merkwürdig aus, wenn ich jetzt von links oben darunter gucke. Aber okay. Okay. Welten verwalten. Welten verwalten. Galerie öffnen. Alles gut, Steffi. Also ich bin noch, ich will nicht sagen taufrisch, aber passt soweit. Nicht zum Einkaufspreis. Ja, das kann sein. Aber hier wird auch gar nichts angezeigt. Spielen, besuchen, Baumodus. Bin jetzt wieder im Baumodus drin. Infofenster. Grundstücksdetailfenster. Nee.
scheint wohl doch im Baumodus dann. Muss wohl im Baumodus gemanagt werden. Hoffentlich. Jetzt hängt mein Gesicht wieder davor. Gut. Ist so ein Spiel wahrscheinlich, was man dann eher ohne Webcam spielt. Also frei und verschiebe mich nochmal. Die Hexe will eine Reise machen, drum packt sie ihre 7 Sachen. Was ist das denn? Okay, das wissen wir jetzt gänzlich neu, dass man hier Merkmale für das Grundstück auswählen kann. Okay. Ich übersehe doch hier irgendwas. Es muss doch die Möglichkeit geben, einfach zu sagen, bitte kloppt das Ding hier weg. Ich ein bisschen erkennen, dass ich auf das Spiel nicht vorbereitet war. Pipette, Design Tools, Vorschlaghammer, Bibliothek speichern, Grundstück und Haus verschieben. Planieren. Dadurch wird das Grundstück in den Grundzustand versetzt, aber du kannst diesen Vorgang nicht mehr rückgängig machen. Ja, die Frage ist ja, ob ich die Kohle wieder kriege. Das ist das Entscheidende. Grundstück und Haus verschieben. Aber das geht doch alles zu Lasten von Steph Rosen und von Don Smasher. Boah, ist das ätzend. Toll. Ich kann ja auch genau sagen, dass wir jetzt kein Simoleon bekommen haben, weil das ganze Drumherum um das Haus ist nämlich noch genauso wie vorher. Ach, Leute. Okay, wir sind im Rennen. Wir sind im Spiel.
Hatte ich nicht vorhin angeklickt, alles, was in meinem Spiel enthalten ist? Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Alter, das ist doch zum Heulen, ey. Hier fehlt doch wieder die Hälfte. Grundstücksmerkmal schnelles Internet? Was? Ich weiß nicht, mit vier Tragen. Ist ein ganzes Haus mit vier Tragen. Mit. Ja! Erfolg! Gott, wenn wir unsere Ansprüche schon so klein halten. Oh my goodness gracious. Ey, ganz ehrlich, das Spiel ist einfach, finde ich, ist einfach für Streams nicht gemacht. Jetzt hängt die meine ganzen Panel, die hängen jetzt wieder hier. Unten, da wo es stört. Wisst ihr was? So, ausnahmsweise. Auspass Philora, oh Gott. Bin ich nicht daran. Hoffe ich denke, kann das wieder zu aktivieren beim nächsten Mal. Das Haus flackert. Das Haus flackert. Oh, das ist aber echt. Oh Gott. Aber zwei Betten. Zwei Betten. Horea, hole. Steffi, du kannst dir jetzt aussuchen, ob du das Bett haben möchtest. Ich nenne es mal Bett 1 oder Bett 2. Das können wir nämlich als unser Eigentum dann oder als dein Eigentum dann deklarieren. Oben ist 1, hier unten ist Bett Nummer 2. Sieht aber eigentlich gleich aus. Oh, das würde den Don ärgern, wenn du jetzt das Bett hier nehmen würdest. Weil da steht nämlich der Kompi drin. Der Computer. Ach komm. Wenn das für dich okay ist, wir nehmen das Bett. Dann hat der Gute da seinen Rechner. Rechte Seite des Bettes zu weisen? Nein? Was? Du sollst das Bett in Beschlag nehmen. Rechte Seite des Bettes zuweisen. Hä? Ich hoffe. So, wenn ich jetzt hier sage, ist er nicht, ist auch nicht jetzt.
Also es ist gerade echt ein bisschen strange. Scheiße, ihr habt keinen Fernseher, oder? Gott, wir sitzen auf Gartenbänken. Zimmer. Lass uns im Darf. Wir gucken mal, was sagen denn die Bedürfnisse von der Steff? Ach, jetzt häng ich. Ach man, das Spiel, das ist. Das beutelt mich. So, alles im grünen Bereich. Sozial. Du möchtest schnacken. Was macht eigentlich der Don die ganze Zeit? Der steht hier einfach rum. Wie wäre es, wenn du zumindest mal deinen Kadaver hier auch mal reinbewegen würdest? Hier hingehen. Okay, man unterhält sich. Warum geht ihr raus, um euch zu unterhalten? Rissala Kumbar. Pardu Skinsa Plosh. Shabi Buli Galan. Bausu Forbe. Zepto Koid Farbohe. Action Saboon Bratsanoka. Stumse Galarga. Kifa now. Myrno Jessina. Huh? Sator. Don hat seine Charisma-Fähigkeit verbessert. Kann natürlich schnell passieren bei ihm. Musst du wirklich Pipi? Nein, guck mal hier, da oben. So alles im grünen Bereich. War ein Hüngerchen hasse. Sollen wir mal das Risiko eingehen und mal gucken, ob wir was für dich kochen können? Das ist natürlich, guck mal, den rauchen wir da direkt über dem Kühlschrank. Komm, wir kochen mal hier was für die WG. Kochen. Wir haben Mittagszeit, genau. 13:30. Eiertoast oder Grillkäse oder Macaroni und Käse. Hamburger Kuchen. Oh, Leute. Oh. Macaroni und Käse? Oh ja. War das dann eher auf Eier und Toast bezogen oder Grillkäse? Ich mache, wenn das für dich okay ist, mache ich mal Mac and Cheese. Und zwar, wir machen mal Familiengröße, dann haben wir da 2 Tage was von. Honest Navy. Oompa Fried. Ah, Inizuk Rabin. Ach, guck mal, da läuft der Homer vorbei. Na, begrüßt die Nachbarschaft, natürlich. Und Amela, genau, Amela war es. Und der Sam Winchester. Don? Alter, was machst du da? Sollst die Nachbarn begrüßen? Und der Dean Winchester hat sein Essen mitgebracht? Ah nein, das ist... Oh, wie süß! Das ist zum Einzug. Son of Diola? Narshaya. Oh, Shubirao. Ja, gut, hier ist nicht viel Platz in der Bude, ne? Also macht's euch bequem. Boncha? Dorma Sabe? So, lass mal ein bisschen laufen. Sibneo Gao. Grape Toe.
Umde hips greasebar. Freebar. Dean Winchester, übt, glaube ich, Anmachsprüche am Spiegel. So. The Samba. Schmezzatandra. With one noise. So. Turupinar? Beckenoi. Frolis Gerga. Tariq. Birao. From. Illinois. Freeba. From. Gobi? No beam Flurba. Nova Zawang. Sawata. Bima. Seneca Belinda Grinia. Brand new. Also ich glaube, ich jetzt nicht mehr machen, aber wir müssen auf jeden Fall, ich muss die Innenwände streichen, die scheinen in dem Paket nicht drin gewesen zu sein, beziehungsweise eins von den Objekten gewesen zu sein, die mein Spiel nicht unterstützt. Dementsprechend haben wir ihnen die nackten Gipskartonwände. Bulain Nagalna, Nebahana, Nubim Shorg. So. So. Yeftime, Abasani. Pluffy Gurang. Yakala Brugi. Kitsune. Playun Zaruga. Kisal. Shabi Bufani Dawi. Oh, das ist aber irgendwie süß. Zeragwabinar. Obstkuchen von Dean Winchester. Der Junge kann kochen. Hat er in der Serie komischerweise nie gezeigt. Stumsig Salunga. Panave, Bamba Yoops. Zmalsbeck, Mopsy Bombo. You're not. Thanks, Shuna. Kumbar. Quiet me, Bayumi. Hey, Yoon. Vielleicht kann die Steffi hier schon ihre ersten Rissalek Kumbar. Zanzibi. Clevite, Duroy the Mies. Grinoid Bars, Pelka Pelka. Taobao Saba. Sawota. Chinosa Bombisk, Nalsasa Roots. Bonsai Zifka. Don gönnt sich erstmal die Mac and Cheese. Squamish? Bono Plerum Ganera. Watanini? Chofboy Mill? Sapinquargabani? Muscoplabo and Treeb? Sawada? Finerba? Roma, stink ich auf Amela? Finica Finabe? Aber gönn sich erstmal auch eine Portion, verstehst du? Guarma? Zeeplume? Boma? Erstmal ein paar Macaroni einverleiben. Wieso stai Mel? Alakuma Fesh? Trip? Das ist doch kein Spaß. Skiba Glash? Jeffana, Thiba Nabu? Wibus? Thinar Pelka? One Fesh? Licka? Ubuster Blue? Das stimmt, Steffi. Definitiv. Und wahrscheinlich auch nicht so zugig wie den Edeltreiber hinten. Flavin Flavin! Koba? Aha. Oh, lass mal ein bisschen die Zügel locker. Wir gucken einfach mal, wo sich hier das Ganze hinentwickelt. Auf jeden Fall ist deine gekochte Portion, die wir für morgen eigentlich schon hatten, ist jetzt schon weg. Yum. Ich bin Roma. Und nimm das Essen mit. Shomba Falaru. Subau. Plefaya. Farno. Oh, sehr sozial, Steffi. Die Steffi, die kommt erstmal auf. Torbo, Demaza, Fubim, Skuma. Was unterhalten die sich jetzt draußen weiter? Vielleicht möchtest du ja mit Amela Kontakt knüpfen. Diese Geier, ja, auf hier. Dann den Teller auf den Boden einfach abstellen. Chelner Squaz Nurska. Chirac Fuhay. Hey, yeah. Yano Zorpo. Blahoquar. Snoof. Nivavis Fumi. Bruni Fronge. Marble Bean. Yibs. Ah, Sulso. Hey, Steph, hast du mal eine schwarz gebrannte CD für mich? Offitub Fibose. Jabin. Nobi Yurda. Zimabe. Bein Schwarben. Dugas. Ich habe ja letztes Mal versucht, als Paketdienstbote mein Geld zu verdingen. Yebini. Bin aber dann zurück zum Jägertum. Seneca Finabe. Hispalip Grinia.
Gamu. Dirkoi. Dimis Somas. Unka Blaschu. Boing scheint hier zum Zug zu gehören, einfach die Teller auf den Punkt zu stellen. Eine Büste. Warte mal, was ist denn hier oben? 36 Minuten. Aber ich kann meine Kamera hinstellen, wo ich will. Boah, das stört immer irgendwie im Spiel. Ach, guck mal, der Don, der räumt ja auch auf. Smurgs. Schumbas. Machen wir nicht. Smurgs. Unga. Who can a game? Omof. Omof. Kisanis Navy. Wow. Dein Spaß. Also, der Spaß von Steff geht ja mal ordentlich runter. Oh. Tariq, Ralph, Elnoy. Oh, Anazuki, Sugarblue. Haben wir überhaupt irgendwas zum Bespaßen hier, außer der Rechner vielleicht? Ja, dann wird es wahrscheinlich der Rechner werden. Einfach ein Pfeil an der Wand. Snabby Gobi. Zerf. Binja. Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ah, Sol Sol. Wir machen mal eben Pause. Ich glaube, die Steff muss sich nämlich jetzt mal noch ein bisschen bespaßen. Was kannst du denn hier Schönes am Rechner machen? Ja klar, soziales Netzwerk, natürlich. Von mir aus das. Machen heute erstmal ein bisschen Casual Play. Wo die Karrieren jeweils hinführen sollen. Jetzt halt nur mal durchfressen. Ich meine, du hast ja... okay, Internet surfen draußen, klar. Don ist am Zocken. Unglaublich. Als wenn er von Don wirklich gespielt würde. Ja, okay, aber eigentlich solltest du doch auch hier ein bisschen hier soziale Netzwerke, Medienchronik prüfen. Seneca Janf. Ja, nach dem Pipi machen, meine ich. vielleicht sollten wir den Gourmet-Obstkuchen. Jakela Brugi. Play Unzeruga. Kisab. Niwasabu. Aragaba am Sumpamor. Sie machen nicht das, was ich will. Torki. Schuksa Fazu. Aksawa. Skiba Glosh. Wabus. Ziragwa Penarb. Bizikwabe. Vilpa Brehe. Shirsa. Gibaru. Vilpa Brehe. Gibaru Benu. Oh je. Hey. Okay, alles klar. Mal sagen, weglegen, oder? Ich glaube, heute essen werden wir das wahrscheinlich nicht mehr. Mal ab in den Kühlschrank, dann hält es wahrscheinlich etwas länger. Ich glaube, Steff ist die Vernünftigere in der WG, die ein bisschen mehr hier für Ordnung sorgt. Gut. Wie wäre es denn jetzt mit sozialen Netzwerken? Sagen Sie. Was? Wieso kommst du da nicht hin? Tür abschließen, Tür. Okay. Warte mal. Hier hingehen.
Tür abschließen für jeden außer Steff. So. Dann muss man aber auch fairerweise dabei sagen, dass natürlich der Don auch sein Zimmer haben wird. Habe ich da gerade Training gesehen? Was? Tür abschließen für jeden außer Don. Okay, dann haben wir zumindest jetzt schon mal die Räumlichkeiten geklärt. Don erklärt die Welt. Ja, das ist richtig. Aber was macht... was braucht denn die Steffi, um bespaßt zu sein? Weißt du, wenn er da einen Rechner in seinem Zimmer stehen hat, haben wir den Platz hier noch für irgendwas? Das ist alles so eng. Warte mal, wieso hast du denn... Okay. Hey. Weißt du was, du kriegst ein Bücherregal. Also das ist ja mal das Mindeste. Baumodus. Nach Funktion. Aktivitäten und Fähigkeiten. Finde ich das hier wieder nicht mal. Na, ist nicht schlimm. Dann gehen wir nach Zimmer. Und ich meine, entweder Wohnzimmer oder Arbeitszimmer müsste das, glaube ich, zu finden sein. Okay, hier ist es nicht zu finden. Zimmer, Wohnzimmer. Büro. Bücherregale. Wandregal, intellektuelle Illusion. Weiß würde ich sagen, weil hier alles andere auch. Okay, weiß haben wir nicht. Ich habe mir keinen Platz. Sag mir bitte nicht, dass wir keinen Platz haben. Das ist ja schrecklich. Wow. Nicht lesen. Ah, okay. Okay, aber da gibt's Platz gefunden. Aber du liest doch bestimmt schon mal Fachbücher, oder? Da geht es ja auch darum, um deine Skills, deine Fähigkeiten zu schulen, um beruflich durchzustarten. Ich weiß nämlich auch sonst nicht, was wir noch anderes hier ins Zimmer packen könnten. Oder wir müssten schauen. Boah, das ist allgemein, das ist kein Platz. Ganz ehrlich, warte mal. Ich meine, wir sind jetzt nicht Krösus, haben nicht so viel auf der Kante, aber ein Flachbildfernseher für die Wand, das sollte ja wohl drin sein. Leute, in welchem Jahrtausend leben wir denn hier? Wohnzimmer? Können wir den
weiß nicht, ob man den jetzt von hier aus sehen kann. Wow. Ist sowas klar. Dann hätte ich den gerne aber auch mal an der Wand. Hallo? Geht das jetzt nicht, weil das Regal da steht? Das Kleenex-Regal? Ja, dann tut mir das leid, aber dann reizt will ich nur für den Küchenfernseher. Nee, gar nicht. Okay. Es ist alles sehr spartanisch, aber that's life. Ich muss noch mal eben. Geht das? Kann man die Bank vielleicht hier andersrum? Dass wir. Okay, Don ist auch eingeschlafen. Dann können wir mal eben noch mal. Würde ich aber sagen, das letzte Amtshandlung für heute. Es war schade, dass wir jetzt so lange hier an den Vorarbeiten rum geastelt haben. Wie gesagt, ich war leider nicht darauf vorbereitet, dass wir das Spiel spielen würden. Dementsprechend habe ich etwas länger gebraucht, um das alles hier ein bisschen zu managen. Nein. Ich das jetzt hier bitte irgendwo zwischenlagern. So. Das hätte ich gerne. Da. Mega Auswahl an Büchern. Okay. Cool. Das sind, glaube ich, zwei oder so. Damit das klar ist, Steffi, ne? Das wird natürlich jetzt auch in den regulären Spieltonus jetzt mit aufgenommen. Da werden wir noch ein bisschen an den Don feilen. Ne? Noch ein bisschen hier ans Interieur. Und dann werden eure Karrieren hier mal durchgespielt. Okay, ganz ehrlich, der läuft. Ach, das passt, der läuft da auch irgendwie nicht hin, weil die eine Bank da hier drüber hängt. So vielleicht, oder? Ich denke, so kann man sich zumindest dann halt hier hinsetzen, wenn man hier auf diesen großartigen Fernseher sich irgendwas ansieht. Ja, komm, das machen wir uns hier schön mit den Möglichkeiten, machen wir uns das hier schon. Natürlich müssen wir schauen, dass wir für Steff und für den Don halt entsprechende Jobs dann finden, wobei er vermutlich dann irgendwie Profi-Gamer wird oder so. Werden es noch eruieren. So, an dieser Stelle würde ich sagen, wir speichern mal.